Nein, das lasse ich nicht zu. Ich will doch nur wissen, wie es Bella geht. Komm schon, Bella. Nicht aufgeben! Komm schon, Bella! Komm her! Bleib hier! Komm, Bella! Dr. Henke. Finger weg! Haben Sie. Stabilisieren. Sofort stabilisieren. Los. Wie geht's dir? Kann man schon irgendwas sagen? Bella lebt. Es geht dir soweit gut. Was heißt hier soweit? Ihre inneren Verletzungen waren schwerer, als wir gedacht hatten. Es kam noch eine doppelseitige Milzruptur hinzu. Sie hat ziemlich viel Blut verloren, aber jetzt ist sie stabil. Und wie geht es dem Baby? Aufgrund des hohen Blutverlustes kam es zu einem temporären Herzstillstand. Was heißt das, verdammt? Es bestehen keinerlei Anzeichen, dass der Fötus Schaden erlitten hat. Aber Herzstillstand durch Blutverlust ist sowas normal. Blutdruck fällt. Hilf mir. Dr. Henke! Sie muss noch irgendwo eine Blutung haben. Wie gesagt, wir haben alles im Griff. Wann kann ich zu ihr? Bella braucht jetzt viel Ruhe. Ich kann noch nicht genau sagen, wann sie Besuch empfangen kann. Können wir denn irgendetwas tun? Nein, nein, das könnt ihr nicht. Das muss sie jetzt alleine schaffen. Aber das wird sie, oder? Natürlich schafft sie das. Bella war immer eine Kämpfernatur. Schon als Kind. Es wird noch einige Stunden dauern, bis Bella aus der Narkose erwacht. Es hilft weder ihr noch euch, wenn ihr jetzt wartet. Also, ich würde vorschlagen, ihr geht nach Hause und ruht euch aus. Wenn sich irgendetwas ändert, dann melde ich mich, okay? Danke. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, es war eine sehr anstrengende Operation. Was soll sein? Ich muss noch was checken. Ich melde mich später. Hier stimmt was nicht. Warum muss das hier immer so dreckig sein? Sag mal, geht's noch, Olli?
Deine Schwester liegt im Krankenhaus und du denkst ans Putzen. Was soll ich denn sonst machen? Mir egal, aber Hauptsache, du hörst auf zu nerven, verstanden? Andi, komm runter. Bella ist ein starkes Mädchen, die schafft das schon und das Baby auch. So eine Scheiße. Aber die Sedierung wurde rechtzeitig gestoppt, oder? Alles, wie Sie es veranlasst haben. Schön reagieren. Schmerzreflex ist schwach, aber vorhanden. Sie müsste längst wach sein, das gefällt mir gar nicht. Gibt es schon einen Termin für das CT? Ich weiß nicht, aber die Patientin ist doch schwanger. Das ist mir durchaus bewusst. Aber das Risiko muss ich einnehmen. Bereiten Sie alles vor. Los! Jo. Hallo. Hallo. Wir wollten zu Bella, falls das schon geht. Was ist denn los? Du siehst schlecht aus. Ich muss euch etwas sagen. Bella ist nicht wie geplant aus der Narkose erwacht. Sie ist in ein Koma gefallen. Was? Das kann doch nicht. Vermutlich ist durch die Hypoxie während der Operation ihr Hirn geschädigt worden. Das CT war nicht ganz eindeutig. Reden Sie Deutsch mit uns, verdammt. Jo, was heißt das? Der Herzstillstand während der OP. Bellas Gehirn ist mit zu wenig Sauerstoff versorgt worden. Deshalb wacht sie jetzt nicht auf. Wie, sie wacht nicht auf? Aber das wird doch wieder, oder? Wir tun alles, was Menschen möglich ist. Bella liegt im Koma. Ja, es tut mir sehr leid. Das kann doch nicht sein, nicht Bella. Was ist denn mit dem Baby? Das kann ich nicht genau sagen. Während der Operation ging es dem Kind gut. Jetzt müssen wir nur abwarten. Wie geht's jetzt weiter? Sobald Bella stabil genug ist, machen wir ein MRT. Es ist hochauflösender und man erkennt besser, wie schwerwiegend Bellas Hirnschädigungen sind. Es war wirklich eine sehr komplizierte Operation. Es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Ich hab's dir gesagt. Ich hab gesagt, du sollst Bella nicht operieren, aber du wolltest ja unbedingt. Und jetzt liegt sie da und keiner weiß, was... Ich weiß. Ich weiß. Ich wollte dir ja nicht reinreden, aber du kannst dir ja denken, wie glücklich mich das macht. Und du brauchst dir auch keine Sorgen machen, dass du das alleine nicht schaffst. Du weißt doch, ich bin immer für dich da. Alles wird gut und du ruhst dich jetzt noch ein bisschen aus und dann wirst du wieder ganz gesund. Herr Jakob, entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nicht stören. Aber ich muss Ihre Tochter untersuchen. Natürlich. Soll ich draußen warten? Ja, ich denke, das wäre besser. Danke. Also, mein Schatz, denk dran. Wir warten alle auf dich. Ich habe ein bisschen mit ihr geredet. Ich habe gedacht, ich munter sie ein bisschen auf. Vielleicht hilft das ja. Ich habe im Fernsehen mal so einen Bericht gesehen. Die haben gesagt, dass das... Ja, das hilft auf jeden Fall. Meinen Sie, sie kann mich hören? Wir holen Bella wieder zurück, Herr Jakob.
Nicht gestern. Nicht an diesem verdammten Tag. Gott, Bella, es tut mir so leid. Dr. Hemke, Sie muss noch irgendwo eine Blutung haben. Rufen Sie das Team zusammen und bereiten Sie alles vor. Ich operiere. Du willst Bella selbst operieren? Die Blutung muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Du bist auch selbst völlig durch den Wind. Heute ist Sams Todestag. Ich weiß, aber Bella hat keine Zeit. Wenn sie nicht sofort operiert wird, dann stirbt sie. Jo, ich bin's. Mach bitte die Tür auf. Ich kann dein Licht sehen, ich weiß, dass du da bist. Hör zu, was ich vorhin gesagt habe, das tut mir leid. Es ist nur... Ich habe tierische Angst um Bella und ich fühle mich total hilflos. Ich weiß, du machst dir schon genug Sorgen, aber das musst du nicht, hörst du? Ich bin mir sicher, dass du alles richtig gemacht hast. Jo, niemand kann was dafür, dass Bella ins Koma gefallen ist. Du auch nicht. Thank you.